Erneut willkommen im Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Heute testen wir mit einem Partner. Winkt eurem Partner zu. Oh, sag mal bitte was. Hi. Okay. Weil gerade hat es bei mir hat sie gerade ein Echo nämlich gehabt. Ja. Ja. War ein bisschen merkwürdig. Na, ich bin ja auch dran, ne? Die folgenden Tests verlangen von euch Teamarbeit. Hi, na? Für eine bessere Zusammenarbeit verfügt ihr beide über ein Ping-Tool. Blue, wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingstier aus. Mein Lieblingstier, Da bist du, ne? Ja, schwer zu sagen. Gut. Orange, ich Wolf. Beachte die Auswahl deines Partners. Gut. Wolf. Wow. Wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingselement des Periodensystems aus. Was? Ja. Ich war ja schon immer ein Riesenfan von Tee, ne? Kennt man doch, oder? Wirklich? Okay. Für Tee nein. So. Blue, beachte die interessante Wahl deines Partners. Wenn ich über meine Wahl gerade gerichtet. Mit dem Ping-Tool könnt ihr eurem Partner auch anzeigen, wo das Portal platziert werden soll. Hm? Für diesen Test gebe ich vor, der Partner zu sein. Zeigt mir mit Hilfe eures Ping-Tools, wo ich eure beiden Portale platzieren soll. Pinkt jeweils die Übrigens, Stelle hi und willkommen. Ja, hi hier. Hi und willkommen. Willkommen zu Portal 2. Ich bin Battle Mario Master. Und ich bin Daniel YP. Ja, wir sind hier gefangen in irgendwas. Ja. Und so, was haben die jetzt gesagt? Blue, Portale funktionieren nur auf weißen, portalfähigen Flächen. Mhm. Wir haben einfach mal Bock gehabt, das Spiel zu spielen, ne? Deswegen machen wir ja. Mal. Was? Warte ist mal. Ich glaube, der also ich habe ein Portal. Unglaublich laut. Also ich habe ein Portal platziert. Versuch du mal ein Portal zu platzieren. Wie denn? Damit ihr wisst, ich spiele mit Tastatur und du spielst mit Controller, ne? Ne, ich spiele auch mit Maus. Weil mit Controller gab's Probleme. Oh Gott! Hi. Hi. Du kannst noch eins platzieren irgendwo. Orange erhält zuerst ein Portalgerät. Yeah! Yeah! Wait. Ah, ich hab jetzt die Macht der Portale. Die Macht der Portale. Ja, Portal kennt man ja, ne? Wir müssen Rätsel lösen, wir platzieren Portale. Ganz richtig. Ich glaube, du musst durch das Portal springen, damit du überhaupt an die Portal Gun kommst. Ich glaube, du musst darüber erstmal. Ich hab meine Wie schon. Soll ich? Ich hab noch keine. Ich kann schon ballern. Du musst zwei platzieren. Du musst ja ein Anfangs- und ein Endportal platzieren, ne? So, jetzt muss er da durchspringen. Ja, genau. Blue hat nun ein Portalgerät. Was heißt hier endlich? Ich kann zwei eigenständige Portale erzeugen. Erzeugt als Test ein Portal zu diesem Vorsprung. Okay. Aha. Da, oh. Also da lang. Okay, ist auch gar nicht so schwierig. Ich hab mir schwieriger vorgestellt. Aber ich kann dir sagen. Siehst du das? The Pink. Ja. Okay. Damit nehme ich an, kann ich dir irgendwie so Tipps geben, so wo du Team platzieren musst, ne? Möglich. So, warte, Moment. Ich bin eingeschaltet. So. Kalibrierung Gewicht Blue. Okay. Kalibrierung Gewicht Orange. Keine Abweichung erkannt. Ja, ich bin Blue, Orange. Er ist Orange. Passt Hallo ja. Orange. Passt ja, ne? Passt. Boah, meinst du, hier gibt's ja Kuchen? Das Ping-Tool ist von großem Wert, um eurem Partner bestimmte Stellen zu zeigen.
Aber warte mal, ich muss noch machen für dich. So. Ui. Ja, mal sehen, wie wir uns anstellen, ob wir gut zusammenarbeiten können. Aber ich denke schon. Okay, aufpassen, ja, kann uns was auf den Kopf fallen, sehe ich an, ne? Ich bin mir sicher. Ich aktiviere es mal. Oh, der Würfel. Der Würfel? Nein, ne? Gewichtete Würfel kalibriert. Keine Abweichung erkannt. Menschen mögen übrigens keine Gewichtsabweichungen. Sie ärgern sich, wenn man sagt, ihre Gewichtsabweichung liege über oder unter der Norm. Ja, das stimmt. Oh, ein Knopf! Dann drück mal den Knopf. Gut, drück bitte noch einmal den Knopf. Knopf! So. Oh, ich darf da nicht dem Dings durch, oder was? Drück noch einmal bitte den Knopf. Knopf! Ach, ich soll dir den geben, ne? Ah, ja. Mache irgendwas damit. Hm. Ah, ich glaube, ich muss ihn darüber bringen. Du musst jetzt darüber gehen. Oh, warte schon. Oh, kann jemand Orange neu montieren? Das Ding ist irgendwie weggegangen bei mir hier. Boah. Also ich habe den Block jetzt, den Würfel auf die andere Seite gebracht. Du musst nur auf die andere Seite gehen. Aber ich soll darüber. Ja, du sollst darüber gehen. Da! Also ja, hier ist eine Wand. Ja. Öffne er mir die Tür. Dankeschön! Ach, ich dachte, wir wären jetzt hinter einem Raum. Oh. Hm. Da hat sich gerade was aufgemacht. Ja. Bei dem Ding. Das machst du übrigens mit F. So pink. Ja, ich weiß. So. Hallo. Hier ist ein Abgrund. Ich kann nicht. Warte mal. Du kannst da ja durchgehen. Moment mal. Warte mal, ich kann Portale machen. Hier. Ah, okay. Wenn ich da durchgehe, gehen meine Portale weg. So. Oh, warte mal. Schieß mal hier eins. Genau. Ich muss dir helfen. Genau. Weil wenn ich hier durchgehe, dann verschwinden meine Portale wieder. Mhm. Okay, geh da jetzt durch. Bin so kurz davor. Boah. Scheiße. Okay, warte. Wir machen das nochmal. So. Moment. Ein Moment. So, bitteschön. Jetzt gehe ich durch. Haha. Haha! Wuhu! Knopf. Endlich. Ich glaubte schon, nie mehr testen zu können. Ihr habt als erste Roboter die Kalibrierung geschafft. Yay! Bye-bye. Für die Stimme dieses Benehmen nicht hoch die Tassen. Doch hoch die Tassen. Hey, so ist mein erster Part von Cuphead. Ja. Yeah. So. Yeah. Ah ne, das ist eins. Cool. Konnte ich gar nicht. Das war Level 1. Ja. Schön. Oh. Yeah. Also ich sag einfach mal so, wir waren echt gut. Ja, fand ich auch. Kann unmöglich noch schwieriger werden, ne? Nein, das glaube ich nicht. Hier ein Schmalz. Ui, uff. Dies ist das Forschungszentrum für menschliche Testsubjekte des Computer Intelligence Training and Enrichment Center. Aber nennen wir es doch einfach den Hub. Alle Team-Teststrecken beginnen im zentralen Hub. Von hier geht es dann zur neuen Teststrecke. Okay. Zwei Schritte haben wir zu. 606? Woher weiß er das? Okay, Teamaufbau, let's go! Abschnitt 1. Begeben Sie sich in die Demontagekammer.
Demontagekammern. Glaubst du, es gibt Kuchen? Ja, war nicht im ersten Teil. Hm. Den wir nicht gespielt haben. Oder den Einzelspieler von diesen hier, welchen wir auch nicht gespielt haben. Genau. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Kuchen keine Lüge ist. Hallo, diese Teststrecke wurde ursprünglich für Menschen erstellt. Hier geht es um Teamarbeit. Aber wir sind ja überlegen als Menschen. Im Gegensatz zu uns müssen Menschen Teamarbeit erst lernen. Hm. Einer muss da durch, ne? Ja. Komm mal da durch. Partnerperspektive. Tap. Jetzt kann ich sehen, was du siehst. Wenn ich Tab gedrückt halte. So, warte mal. Komm mal hier rein. Ich glaube, du musst hier rein. Weiß ich nicht. Ui. Oder auch nicht. Warte mal. Geht die Tür da auf? Die auf der rechten Seite? Nein, okay, dann. Nein. Dann wieder raus. Nehme ich an. Ja. Wo wird dieses Portal hin? Machen. Was macht diese Tür? Da geht die Tür auf. Ah, mach die Tür nochmal auf. Blue erhält 5 Kollaborationspunkte. Das muss ich irgendwie darüber. Mist. Ja, dein Portal ist da ganz oben, da komme ich nicht ran. Ja, warte, Moment. Du musst mal das andere Tor aufmachen. Was ist da ein Portal? So, jetzt mach für mich nochmal die andere Tür auf. Oh Gott. Ja? Das wird jetzt kannst du, glaube ich, durch das Portal gehen, dann kommst du zu mir hin. Ja. Yeah! High five! Also, aber. Das gehört nicht zum Test. Ach, sei ruhig. Jetzt schon. Hervorragend. Wissenschaftliche Spitzenleistungen sind immer das Ergebnis von Teamarbeit. Aber vergesst nicht, wie bei Einstein und seinem Cousin Terry geht nur einer in die Geschichte ein. Einstein hatte einen Cousin? Ah. Anscheinend, sonst würden wir ihn kennen, ne? Ja, ne? Hui! Terry Einstein. Aber die heißen doch beide Einstein. Mhm. Ach, guck mal, da ist ja mehr drinne. Nein. Nee, das ist in mir. Nein. Hui. In einigen Spielen der Menschen gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten. Ich dachte, das sei interessant. What? Für Gewinner jedenfalls. Mhm. Und Geld. Oh, warte mal. Oh, Knopf. Blue erhält 5 Kollaborationspunkte. Ich will auch welche. Wait. Ah, geht da durch und Knopf. Leute. Knopf. Warum? Tab. Jetzt sehe, wenn ich Tab gedrückt hatte, kann ich sehen, was du gerade machst. Na, kannst du jetzt hier rüber? Hm. Hallo? Hallo? Ui. War gar nicht so schwierig. Hey, we did it. So. Hm. Was haben wir hier? Das merkt man nicht. Knopf. Mein Knopf macht nichts. Mein Knopf macht auch nichts. Knopf. Oh, da oben ist irgendwas. Hui. Ich glaube, wir brauchen erstmal einen Würfel. Ich verstehe. Drück zuerst deinen Knopf. Aber wir müssen die Knöpfe schnell in der richtigen Reihenfolge drücken. Ach, da oben. Guck mal hier. Hier. So, Moment. Achtung, jetzt gehe ich eben durch mein Portal. Gott. Okay, ich sehe schon, was wir machen. Aber wir brauchen noch den Würfel. Wo ist denn das Dreieck? Das Dreieck, da stehst du gerade drauf.
Du stehst auf dem Dreieck drauf. Das ist der erste Schalter. Ah, okay. Muss der zweite. Oder muss. Der zweite ist. Der zweite ist der zweite ist da, hier ist der dritte. Mhm. Und auf der gegenüberliegenden Seite ist der vierte. So, hey, warte mal. Nee. Doch. Dann drück du mal den ersten Knopf. Dann soll ich auf der anderen Seite kommen. Du musst durch mein Portal gehen. Ja, aber ich habe doch keinen von deinem Portal hier. Aber warte mal, schieß mal ein Ding hier in. Ja, oder du holst das, ne? So, wo ist der Mond? Der Mond. Ja, der ist auf der anderen Seite. Warte, Moment. Tu mal ein Portal hier packen. So, ja, jetzt hat andere auf der anderen Moment. Seite. Nein, ja. Genau. Okay, dann drück du die oberen Knöpfe und ich nehm die unteren. Ja, und rüber. Yeah! Ah, yeah! Yay! Yeah. Hirnschmalz aktiviert. Sehr gut, ihr wachst wahrhaft als Team zusammen. Dank des einen von euch, der Team geboren. Die ganze Arbeit übernimmt. Wir sind die richtigen Teamspieler! Was soll das denn schon wieder heißen? Einer von uns übernimmt nur die Arbeit. Du bist voll trocken. Ja, wollte ich gerade sagen. Also wir sind hier die absoluten Teamspieler. Peabody. Ja. Na, man hat es doch schon in anderen Videos gesehen, wie wir zusammengearbeitet haben. Kommunikation, Teamarbeit und gegenseitiger Respekt super, nicht stets gewährleistet. Super Mario. Mario und Luigi mit einem Controller gespielt, angesichts mehr oder weniger. Ganz richtig. Oder zwei Knöpfen. Zur echten Herausforderung. Ja. Wie auch immer das nennen. Zwei Leute, einen Controller, mehr oder weniger. Ja, Koop. Versuch mal hier. Ja. Portal hinzusetzen. Ja. Und noch eins. Ja, wohin? Ich bin mir sicher, dass der Laser da irgendwie durchschießt. Wollen wir sich treffen? Ich weiß nicht. Warte mal. Die Dinger hier? Boah, ich habe ein Fenster hier gemacht. Achtung, pass auf und. Piu! Ah, ich verstehe. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Ja, jetzt musst du zwei. Ich hab's verstanden. Ja. So, dann mach ich. Ja. So, dann gib mir nochmal den Würfel und treten Sie bitte zurück. Okay, hier ist jetzt ein Wissenschaftler am Werk. Aua! Da musst du durchgehen. Ja, bist du durch? Ja, aber ich glaube, du musst auch hier durch. Ah, so. Ja, ja, ich kann durchgehen. Nice. Nice. Voll easy peasy. Oh. Ja, die sind nicht freundlich. Ah, ich weiß. Ah, die Drohnen, die einzigen Gegner in diesem Spiel. Ah. Können wir machen? Hier ist ein Knopf. Knopf? Ja, der Knopf. Ah, ein Würfel! Ah, ich weiß, wir müssen den Laser dahin lenken. Was soll das? Monster! Die gehören zu uns! Ja, aber auf uns geschossen! Ihre Vernichtung ist Teil des Tests. Sie sind für euch nicht wichtiger als ihr für mich. Guck mal, ich hab ein Turret. Du hast ein Turret? Das ist ja cool. Cool! Ich nehme ihn mit nach Hause. Oder möchtest du ihn mit nach Hause nehmen? Ja. Warte mal, so, jetzt müssen wir erstmal. Ich glaube, du musst das Ding ja anmachen, ne? Ja. Achtung, geh lieber zur Seite und setz mal ein paar Portale dahin. Damit ich den Laser umlenken kann. Muss er dahin schießen? Nee, an die Wand. Hm? Wieso an da die ist Wand? Nämlich der Schalter. Moment. Dahin musst du schießen. Drück doch mal F, damit ich auch weiß, wo. Ja, und dann? Dann
Gehst du ein Stück zurück? Was machst du dann? Ach, du kannst ihn gar nicht von da aus treffen, oder was? Nee. Ups. Ich hab den Schalter gedrückt. Was ist denn jetzt passiert? Ich hab den Schalter gedrückt, deswegen. Kannst du das Ding nicht von hier aus treffen? Warte mal. Irgendwas scheint zu fehlen. Ich nehme an, du musst den da einschießen, ne? Ja. Was kann das Ding? Ich nehme an, dahin muss er das schießen, ne? Das kann sein. Ah, ich habe eine Idee. Ja, ja, das habe ich auch gerade gehabt. Okay. Oh. Schieß jetzt so durch. Jetzt gehen wir da hoch. Wenn du das kannst. Ja. So. Kann ich jetzt einfach du musst den Block da abstellen. Ah. Und dann musst du über die Laser drüber springen. Wie willst du denn dein Turret nennen? Weil nicht. Nein. Nein. Ich kann aber mitteilen, dass es für einen von euch sehr gut aussieht. Bitte weiter zur nächsten Testkammer. Also ich spüre, das Spiel ist viel zu laut, aber sehe ich ja gleich. Ja, ich habe auch so das Gefühl, vor allen Dingen in diesen Sequenzen, wo wir halt neu zusammengeflickt werden oder so, habe ich das Gefühl, dass das Spiel echt laut ist. Ja, ich hab schon und ich habe schon das Spiel leiser gemacht. Ja, ich auch. Ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun, aber es gefällt mir. Yeah. Hört auf damit. Warte ich. Ihr habt eine so wundervolle Partnerschaft entwickelt, in der einer von euch die Denkaufgaben bewältigt und der andere bereit ist, ins Getümmel zu watscheln, sollte der Test in ein Fressfest umschlagen. Geil. Aha. Okay, wir haben einen Laser. Was haben wir hier? Wow. Was müssen wir tun? Ich habe keinen Plan. Also wir müssen den Laser da oben hinsetzen. Oh, man kann hier runter. Wissen du? Ach, da. Hallo? Wait. Ach, da oben. Wo bin ich? Hier. Wo steckst du? Ich bin hier oben. Oh! Wait, let me help you! Ich muss ja den Weg ja frei machen, ne? Ja. Wo muss ich hin? Ich kann nichts tun. Wo muss ich denn hin? Das ist eine gute Frage. Warte mal. Was? Wait! Ich glaube, ich weiß es. Ja. Steigen Sie auf? Ne, gehen Sie noch mal zurück. Hm, da drauf. Und? Ist da oben was zu sehen? Nö, oder? Nee. Nee, ist gar nichts. Hm. Dann vielleicht da links? Da oben was? Von ihr bin ich gekommen, glaube ich. Ich dachte, du warst unten. Nee. Ja, ich habe da ein Portal unten gemacht, dann bin ich hier oben rausgekommen. Ah, warte mal. Nee. Mach mal das Ding hier runter. So. So, jetzt mach mal das vor mir hoch. Hier irgendwo.
Weiß auch gar nicht, was ich hier machen soll. Ah! Oh Gott. Du hast Orange gerade eine wichtige Lektion in Sachen Vertrauen erteilt. Dafür erhältst du 14 Kollaborationspunkte. Hey. Entschuldigung! Ja, da ist doch ein Würfel. Ich nehme an, da muss ich hin. Ne? Oder willst du mal da rein? Ja, steig da rein und bist du direkt drin. Kannst du nämlich direkt von da oben aus starten. Ui. So, der Würfel ist jetzt unter mir irgendwo, ne? Es scheint so. Ja, dann, ich kann ja aber eigentlich nur sagen, ob ich rauf oder runter will, ne? Oder ob ich die Dinger rauf oder runter möchte. Ja. Mach mal rauf. Bleib auch oben. Ah, da ist der Würfel. Ja, jetzt habe ich ihn gesehen. Ah, ich habe ihn auch gesehen. Ja, du bewegst dich genau noch zu. Aha. Alright, you got it. Ich möchte ihn irgendwie rausbringen. Warte, ich kann dir halt nicht helfen. Okay. Oh, warte, ja. Komm mal runter. Ja, Hm. Da muss ich den ganzen Weg nochmal zurück. Ja, du musst, Ah, ich verstehe, du musst da, und zwar dort, und dort ein Portal hinsetzen. Damit du auch zurückkommst. Jetzt habe ich das kapiert. Ich habe es verstanden. Warte mal. Was machen wir denn jetzt? Oh, ich hätte am Anfang eins platzieren sollen, ne? Ja, da nämlich. Boah. Ja, und zwar hier hin. Also wärst du nämlich zurückgekommen, dann hättest du dich von da oben aus, wärst du einfach runtergekommen. Ja, okay, dann lass das mal. Ja, ich glaube, ich muss dich töten. Es tut mir leid. Warte. Okay. Ich wollte noch einmal winken. Blue Orange ist kein Mensch. Die Vertrauenslektion ist nur einmal nötig. Boah. Blue wird ein Kollaborationspunkt abgezogen. Jawohl. So, da. Dann steig wieder in das blaue Portal und fängst du wieder da oben an. Warte. Ich kann das auch so machen. Dann komme ich da raus, ne? Jetzt darf ich nur noch mein. So, hier ist jetzt mein rotes. Das heißt, jetzt muss ich nur irgendwo ein oranges platzieren. Da komme ich wieder hier raus. Dann kann ich hier so rausspringen, oder? Das ne? dürfte mir. Ja, du musst eigentlich nur. Oder hier. Oder hier, dann komme ich auch da raus. Ja, du müsstest da halt das Gelbe platzieren, dann würdest du da oben wieder rauskommen. Ja. Dann hole ich mir nochmal den Würfel. Okay. Lass mich dir helfen. Okay. Das ist irgendwie nicht. Ups. Blue, das ist grausam. Blue erhält 25 Kollaborationen. Was, warum? Das geht nicht so wieder ganz runter, weil da unten der Block noch ist. Boah, warte. Ich habe schon gewundert, warum das nicht ganz hoch gegangen ist, ey. Boah. Meinst du, du kommst darüber? Mach mal runter. Versuch rüber zu springen. Ja, aber da bin ich gerade gestorben. Oh. Haben wir das Spiel gerade kaputt gemacht? Ich glaube schon. Nein. Obwohl? Ah, ja. Nee, es geht wieder. Ja, der ist doch jetzt da unten. Ja. Der ist jetzt da unten. Okay. Du musst das Gelbe noch ziehen. Okay, versuchen wir das jetzt nochmal. Und dieses Mal machen wir das richtig. Noch ein gelbes platzieren, so runter. So, wieder hoch. Okay, jetzt da das Gelbe hin und komm hier raus. Mein Gott, so jetzt setze ich hier meine beiden hin und Feuer. Nur so, als würde ich eure Leistungen nur mit Kollaborationspunkten bewerten. Tatsächlich fließt jedoch jeder einzelne Aspekt in euer Endergebnis ein. Verdammt.
Orange, du hast zum Beispiel eben 2 Chancen Hinweispunkte eingebüßt. Wieso? Wahrscheinlich, weil du die ganze Zeit gestorben bist. Boah. Okay, ich geb's zu. Oh, 1 davon war meine Schuld. Okay. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Mit genug Hirnschmalz. Haben wir echt schon genug? Ja. Ich wiederhole, dies ist kein Wettbewerb. Aber wenn es das wäre, dann würde Blue gewinnen. Ist aber keiner. Wo ist die? Ich knall die ab. Ja, ja gut, das war's von Portal 2. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ja. Bis dahin, ne? Tschüss. Hey, oh. Tschüss.